Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Heute geht es um ein ethisches Problem. Um das Problem, wir basteln uns einen Menschen. Um das Problem mit dem Frankenstein. Um das Problem mit den Wunschkindern. Um das Problem mit dem korrekten Staatsbürger. Um das Problem mit dem Menschen allgemein. Was ist der Mensch? Was soll er sein? Was möchte er sein? Und wie kriegen wir ihn dahin? Falsche Frage. Wenn der Mensch ist, dann muss man nicht mehr fragen, was er sein soll. Ja? So. Also, diese ganzen Ideen, etwas anderes zu schaffen, als das, was wir sehen und haben, führen immer dazu, dass es einige gibt, die sich als Richter aufspielen. Die wissen, wie dieses Wunschobjekt auszusehen hat, was sie dann den richtigen Menschen nennen. Ja? Kommen Ihnen da so ein paar Ideen, was da in der Geschichte schon so passiert ist und gedacht wurde, was da heute gedacht wird, so in Richtung Erziehung? Vielleicht kann man ja Menschen ein Wunschgehirn einbauen. Vielleicht kann man den Menschen ja kombinieren mit anderen Wesen, die stärker sind, damit man diese Menschen dann einsetzen kann als Wachsoldaten oder als schlagkräftigere Armee. Oder vielleicht kann man auch kleinere Menschen einfach züchten, die dann als Diener agieren, die gut die Schuhe putzen können. Ja? Also diese ganzen Fragestellungen, die ich jetzt hier benannt habe, dabei handelt es sich erstmal um etwas Machbares. Warum machbar? Das, was wir als Kultur vor uns sehen, auch unsere Kühe, unsere Haustiere, das sind alles gezüchtete Wesen vom Menschen. Es hat Jahrtausende gedauert, aber letztendlich ist das ein wahr gewordener Wunsch unserer Kultur, unserer Erziehungswünsche, unserer Besitzwünsche, unseres Anspruchs. Und Ethik und Moral bestanden in den letzten Jahrtausenden im Wesentlichen aus religiösen Fragestellungen. Und die sind in unserer Zeit erweitert worden um, diese ethischen und moralischen Fragestellungen, die wir halt heute haben. Weil die technische Machbarkeit ist so groß wie nie. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Baby haben möchte mit braunen Augen, ohne Blinddarm und ohne Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, dann denke ich, ist es entweder schon möglich oder es wird in Kürze möglich sein. Und die Verlängerung des Lebens, ja, die durchschnittliche Lebensdauer, an der arbeiten wir ja auch kräftig. Wir haben gesehen, sie ist immer weiter gestiegen. Und ein Ziel von manchen Leuten ist tatsächlich Unsterblichkeit. Da gibt es einen Mann, er lebt in Kalifornien, er heißt Ray Kurzweil und er forscht an der Frage der Unsterblichkeit. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen alles oder vielleicht nur 60% des Planeten, ist auch egal. Sie besitzen so viel, dass Sie anderen materiell um Universen voraus sind. Dann ist das einzige Ziel, was Sie noch haben, Unsterblichkeit, um Ihren Besitz genießen zu können, um Ihre Unsterblichkeit genießen zu können, wenn Sie sie dann bekommen. Und Sie werden Ihren ganzen Besitz dafür einsetzen, dass diese Technologien, die den richtigen Menschen schaffen, die ihn reparieren können, die ihn ja, pflegen können bis in die Unendlichkeit, dass die wahr werden. Sie möchten und sterblich sein. So. Also, was bedeutet das für den Rest der Menschheit?
Wenn jetzt also manche Leute Unsterblichkeit erlangen, dann müssten ja eigentlich genauso viele Menschen weniger neu geboren werden. Da sind wir jetzt also auch schon wieder bei einem ethischen Problem, welches nahezu unlösbar erscheint. Ne? Aber egal, wie unlösbar es ist, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen darüber nachdenken, wir müssen sagen dürfen, was wir davon halten, ob wir das gerecht finden, wenn manche Menschen unsterblich werden und wenn andere dafür keine Kinder mehr bekommen dürfen. Ja? Sagen Sie nicht, der Bormann spinnt. Wir sind technologisch als Menschheit genau an dieser Schwelle, ja, an der man sich sowas überlegen muss. Und ich glaube nicht, dass es keine Menschen gibt, die sich sowas überlegen. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass es da sehr viele, sehr einflussreiche und reiche und mächtige Menschen gibt, die dann für den Rest der Menschheit beschließen werden, dass man sie nicht mehr braucht, weil sie halt mit ihrer ganzen Bagage unsterblich werden und ihre Kinder auch. Und diese Menschen werden es sich nicht nehmen lassen, so viele Kinder zu haben, wie sie wollen. Ja? Das ist eigentlich eine Kampfansage, die Unsterblichkeit, aus meiner Sicht. Wie reagiert man darauf? Ich weiß es nicht, aber bestimmt wissen Sie das. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, uh-huh. c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Hein? Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler, personnalisé, ouais. qui est à sa disposition. Donc comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend. Et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. Ich mach mal Schluss für heute. Viel Spaß beim Nachdenken.